Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ja, aber ich mache mir immer noch am allerliebsten handschriftliche Notizen. Irgendwie hilft mir das dabei, meine doch recht wirren Gedanken zu sortieren und ich finde auch, es geht wesentlich schneller als jetzt digital. Und vor allem, es ist so schön oldschool. Und damit sind wir schon bei unserem mega geilen Stranger Things Notizbuch. Und das ist jetzt mal ohne Übertreibung wahrscheinlich das beste Notizbuch, das ich jemals in der Hand halten durfte. Das meine ich tatsächlich komplett ernst, weil es auch so schön oldschoolig ist. Ist das ein Wort? Egal. Also, das ist erstmal von der Aufmachung her schon was Besonderes, weil es wirkt auf den ersten Blick wie eine alte VHS-Kassette. Und das trifft natürlich perfekt den 80er-Jahre-Charme, den die Serie auch so ausmacht, ja? Also, da kommt einmal ganz klar, ja, also das ist wie wenn man jetzt einen Film kaufen würde auf einer VHS oder auch auf einer DVD, ist ja eigentlich egal, wir haben ja das schöne Cover, kann man sofort erkennen, aber vor allem haben wir erstmal alles so ein bisschen auf alt getrimmt, ja, so leichte Knicke und so, die gar nicht wirklich da sind und vor allem haben wir hier unten noch diese Farbkodierung, ja, das haben die ganzen Hersteller früher ganz gerne gemacht, ob jetzt Sony oder Fuji oder Supertape und wie die alle hießen, ja, die hatten immer so komische Muster, damit man die direkt erkennen kann und das hat das hier auch und das finde ich so schön, richtig cool oldschool, wobei ich tatsächlich glaube, dass das jetzt hier kein Originalmuster von irgendeinem Hersteller ist, aber falls ihr es besser wisst, könnt ihr das ja gerne in den Kommentaren schreiben. So, die Rückseite ist, also ich sag mal, der Notizbuchrücken ist auch so ein bisschen gestaltet wie eine klassische VHS oder halt auch eine neuere DVD oder wie auch immer. Nur es ist halt schmaler. Ja, also eigentlich hätte man hier vielleicht noch ein bisschen breiteres Notizbuch mit mehr Seiten machen können, dann wird das noch ein bisschen besser und treffender, aber mein Gott, ist ja egal. So, das war jetzt aber ja nur das Pappcover. Ja, und jetzt kommen wir erstmal zum eigentlichen Notizbuch. Und dann muss ich natürlich zugeben, ja, es ist total unpraktisch, dass ich das jetzt erst noch hier rausziehen muss. Aber irgendwie stört es mich nicht, weil es halt den Charme des Notizbuchs ausmacht. Vor allem habe ich mir ja noch hier einen kleinen Trick überlegt, wie man das ein bisschen angenehmer gestalten kann. Ich habe das Notizbuch nämlich tatsächlich falsch herum hier in die Hülle gemacht, damit ich jetzt hier diesen Stiftehalter als Ausziehhilfe benutzen kann. Gottes Willen, habe ich gerade Ausziehhilfe gesagt? Und das eigentliche Notizbuch, man sieht es auf den ersten Blick, ist auch gestaltet wie eine alte Videokassette. Das finde ich total schön. Nur, dass es auch schon ein bisschen beschriftet wurde von der Elfie. Ja, hier steht auch beispielsweise ihr Name drauf, natürlich auf Englisch. Und das eigentliche Notizbuch hat 240 Seiten und ist durchgehend liniert. So, jetzt komme ich aber zum eigentlichen Highlight des ganzen Notizbuchs, weil mitgeliefert werden diese Sticker im Stranger Things Stil. Das ist so geil. Ich weiß nicht, ob ihr alt genug seid, ja, aber früher bei den Videokassetten waren ja auch immer diese Sticker dabei, damit man ein bisschen Ordnung in die heimische Videokassettensammlung bringen konnte, ja. Also ich weiß nicht, meine Eltern hatten auch immer, wir hatten immer quasi genau die gleiche Hülle, ja, sah alles komplett gleich aus, sehr symmetrisch und so weiter. Und da waren dann einfach nur kleine Nummern und dazu gab es dann ein kleines Videoheft, da konnte man nachgucken, ah ja, Nummer 8 ist Jurassic Park oder wie auch immer. Und das finde ich so cool. Es ist nicht wirklich praktisch, aber ich finde es so geil, dass das dabei ist. So, abgesehen davon ist es ein normales Notizbuch. Ja, es ist an den Rändern etwas schwarz gehalten, was einfach irgendwie zu einer Videokassette passt. Und wir haben ganz vorne nochmal Bilder von Charakteren und auch ganz, ganz hinten. Und der Rest sind, wie gesagt, linierte Seiten. Und was noch dazu kommt, ist hier eine Froschtasche. Das kennt man ja von Notizbüchern. Da kann man irgendwelche Kleinigkeiten reinmachen. Ich finde es ganz cool, dass es da ist. Ich persönlich benutze es aber nicht so viel. Die meiste Zeit schreibe ich einfach nur meine wirren Gedanken auf. Und ein Lesezeichen in Rot gibt es auch noch. Also erstmal, ich finde, das ist so durchdacht, das passt wie die Faust aufs Auge, ja. Also ein besseres Notizbuch kann man zur Serie Stranger Things einfach gar nicht machen. Es ist wie aus einem Guss, fast zu schade, um es zu benutzen, aber wahrscheinlich würde ich es am Ende dann doch benutzen. So, wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr noch VHS-Kassetten zu Hause? Und wenn ja, wie viele und welche Filme? Und guckt ihr die vielleicht noch? Schreibt es in die Kommentare. Ich pack das derweil wieder ein, aber nicht so rum, sondern so rum. Da geht es dann das nächste Mal wieder schneller. Schön.